nützen. Das Wetter soll schlecht werden. Was habe ich gehört? Arktische Einflüsse sollen diese Woche noch kommen. Naja, so schlimm wird es noch nicht werden, aber das Wetter schlägt auf alle Fälle um. Und deshalb gehen wir heute nochmal sondeln in den Wald. Ein neuer Wald. Schauen wir mal, was geht, ob was geht und wenn was geht, was geht. Ich finde es schön, wie immer, dass ihr dabei seid. So muss ich nicht allein rumtapern. Ja, noch sind Ferien. Ihr werdet viel unterwegs sein. So habt ihr wenigstens, wenn ihr nicht zu Hause seid, auch die Möglichkeit, danach meine Videos anzugucken. Ja, langer Rede, kurzer Sinn, wie immer, gehen wir gleich mal los. Na prima, der erste Fund, wie so oft, Schrottmüll, Trash, Abfall, ein Hundespielzeug, wohlbekomm's. Egal wann, egal wie, egal wo, die Nivea-Döschen, die findet man auch überall. Und hier hat sogar der Regenwurm sich eingecremt, damit er wohl besser durchs Erdreich flutschen kann. Ja, Freunde, und hier tief im Matsch ein wirklich gutes Signal gehabt. Aber was soll ich euch sagen, was war's? Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Aber ja, irgendein Nippel aus Aluminium. Staniolpapier-Scheiß. Tja, Freunde, und die Sache hat einen Haken. Und ich habe ihn gefunden. Da ist er. Der Haken. Ein altes Scharnier. Eine Patronenhülse. Ein Stück Blei. Eventuell ein Bleigeschoss, aber fürchterlich deformiert. Und somit Schrott. Dieser Wald ist leider sehr dicht bewachsen. Das heißt, das Sondeln ist sehr, sehr schwer. Ja, und ich suche mir jetzt einen vielleicht etwas besseren Platz. Man muss halt suchen, um schöne Plätze zu finden. Aber schaut, das ist einfach zu dicht. Auch zu viel totes Holz liegt herum. Nun gut, aber ich denke schon, dass wir noch was finden werden. So, hier ist wieder ein Signal. Es war kein Riesensignal, 60er, 70er Leitwert. Aber ich habe es trotzdem gegraben. Dann wollen wir mal schauen, wo es ist. Oh, da, schaut. Ja, das ist es wohl. Uff. Ja, so wie es aussieht, ein ziemlich heruntergekommener Knopf. Boah, der erste wirklich überhaupt erwähnenswerte Fund nach. Muss mal gucken. Ja, einer Stunde ist natürlich jetzt nicht der Hit, aber besser als in die hohle Hand gespuckt. Ein kleiner alter Knopf ohne Öse und ich denke, verziert ist er auch nicht. Aber das werden wir erst feststellen nach dem Saubermachen. Na, immerhin. Hier liegt es drin. Und was haben wir hier? Wie nett. Sieht aus wie eine kleine Pfeife.
Material kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist ziemlich sicher eine Pfeife. Zumindest ein Teil von einer Pfeife. Hier auf dem Waldweg war ein sehr gutes Signal und ich sehe es auch schon. Schaut, da steckt's drin und sieht aus wie eine Münze. Ich denke mal, 10 Pfennig sind's. Man kann es auch ganz leicht sehen. Vermutlich aus Zink aus dem Dritten Reich. Schauen wir gleich mal. Und hier gleich daneben nochmal eine Münze. Schaut, da haben wir sie. Aber ich denke schon wieder eine Zinkmünze. Und diesmal wird es wohl ein Pfennig sein. Im gar fürchterlichen Zustand. Nun mal gucken, ob es sich hier vielleicht um ein Münznest handelt. Noch mal kurz weiter sondeln und schauen. Ein Hortfund ist es natürlich nicht, denn das wurde verloren hier. Das ist offensichtlich. Und hier steckt sie drin. Schaut, sieht aus wie eine scharfe Patrone. Boah, hammerhart. Schaut euch das an hier. Meine Fresse. Aber ist schon, zerbricht schon. Schaut. Da ist sie. Da haben wir das Projektil. Aber das Pulver ist noch drin. Da schaut. Ich würde sagen, das war ursprünglich mal eine panzerbrechende, dass die Spitze schwarz ist. Naja, hier ist noch der Rest von der Patrone. Und hier haben wir die Patrone. Und da ist auch noch das Schwarzpulver drin. Schaut. Ich habe jetzt kein Feuerzeug dabei. Sonst hätte ich euch mal gezeigt, wie gefährlich dieses Material noch ist, denn es ist entzündlich und brennt wie am ersten Tag. Ziemlich ätzend das Zeug. Deswegen eigentlich Finger weg davon. Ich werde das jetzt sehr, sehr tief eingraben, damit wirklich niemand mehr damit Schaden anrichten kann. Schaut, dieser Wald ist eigentlich mehr Dickicht, mehr Gestrüpp, sehr, sehr schwer zu graben und zu sondeln natürlich. Aber hier habe ich wieder ein Signal gehabt und hier steckt es drin. Und ich denke mal, ein Hufeisen, ja, ein großes Hufeisen, ein sehr breites Hufeisen. Na, ist doch toll, Mensch. Über Hufeisen freue ich mich auch immer. Natürlich ist eine Silbermünze auch nicht schlecht. Aber lieber ein Hufeisen als gar nichts.
So, Freunde, das war's schon wieder. Ein kurzer Sonnengang mit wenig Funden. Der Wald war nicht so toll, wie ich mir das gedacht habe. Hauptsache unterwegs. In der Tasche den letzten Keks. Quatsch. Euch wünsche ich eine gute Zeit. Noch schöne Ferien, wenn ihr welche haben solltet. Ja, und ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder dazu komme, ein Video einzustellen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das war's. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Wäre übrigens nett, wenn ihr mich etwas weiterempfehlen könntet. Macht's gut. Tschüss. Thank you.